So, wir haben einen Europameister am Telefon. Er hat in Liverpool gespielt. Hier ist Christian Ziege. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen in die Runde. Christian, was erwartet Jürgen in Liverpool? Ich glaube, es ist eben schon eine ganze Menge rausgekommen im Bericht. Also das ist eine Stadt, die eigentlich nur Fußball hat. Dazu noch zwei Vereine, aber Liverpool ist einfach, ich glaube, sie haben auf so einen Typen wie Jürgen Klopp gewartet. Und ich drücke ihm die Daumen, dass alles funktioniert. Die Mannschaft ist ja bisher oder in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich. Meinst du, er schafft das, unter die ersten vier zu kommen, wo sie unbedingt mal wieder hinwollen? Ich bin mir nicht sicher, ob er das in der Saison gleich hinbekommen kann, weil sie doch viele Abgänge haben, unter anderem natürlich auch Steven Gerrard nach einer langen Zeit, aber auch gute Spieler wie Suarez und Sterling, glaube ich. Dementsprechend wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn er es ziemlich zügig hinbekommt, die Art, wie er Fußball spielen lässt, dort drüben spielen zu lassen, dann kann es noch eine Überraschung geben. Christian, wir waren beide in England, ich zwar nur kurz, du etwas längere Zeit. Was immer schön war, es wurde nur einmal am Tag trainiert. Was ist anders in England sonst noch? Das ist aber vornehmlich bei den englischen Trainerkollegen so gewesen. Bei Gerard Houllier in Liverpool war es ein bisschen anders. Bei den Engländern hast du recht. Ich glaube, ich hatte immer vier Trainingseinheiten in der Woche. Ansonsten viel frei. Und kannannst du dich darauf konzentrieren, dass du am Wochenende in den Spielen natürlich Vollgas geben musst. Und das ist das vielleicht der große Unterschied und was aber auch passen könnte. Die Engländer, die wollen absolut 90 Minuten voll ausgepowerten Fußball sehen. Und ich glaube, dass die Art, wie Jürgen das in Mainz und in Dortmund gemacht hat, genau dahin passt. Es gibt ein schönes Foto. Ich glaube, es ist von gestern oder vorgestern Abend auf Instagram. Du hast es vielleicht auch gesehen. Jürgen Klopp hat sich unters Volk gemischt in einem Pub in Liverpool. Kennst du den Pub übrigens? Ja, ne? Ich war nie im Pub. Nein, aber es ist auch vielleicht der richtige Weg, auch ähnlich wie in Dortmund natürlich auf die Fans, auf die Leute zuzugehen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, logisch, England ist Kultur, ist Pub. Und Pub ist ja nicht nur, dass du da hingehst, um dein Bier zu trinken. Machen die meisten, richtig. Aber man kann auch meistens sehr gut essen. Und dementsprechend, da triffst du die meisten Leute. Und die Leute sind sehr, sehr normal, was das angeht. Also man kann sich dort normal hinsetzen, man kann sich mit den Leuten unterhalten, man wird nicht groß, dass die Leute einen belagern und belästigen, sondern sie gehen eigentlich recht entspannt mit der Situation dann um. Also den Pub musst du mir zeigen, wo du gut gegessen hast. Ich war auch in einigen, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber du kennst vielleicht noch den in Manchester, Preston Man, den kennst du noch, oder? Manchester, da war ich aber auch nicht. Ja, und wir sind trotzdem Europameister geworden, weil wir da waren. Danke, Christian. Schönen Sonntag. Bis bald. Danke.